Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 4 bis 5 Millionen Menschen sprechen Niederdeutsch, vor allem in Norddeutschland, ganz wenige oder relativ wenige bei uns in Nordrhein-Westfalen. Einer davon mindestens sitzt hier im Saal. Ich habe auch welche registriert, die das mindestens auch verstanden haben. Das freut mich sehr. Ich erinnere mich gut daran, wie ich in den 80er Jahren an der Niederdeutschen Bühne zu tun hatte in Münster. Das ist nämlich eine Einrichtung, die von den Städtischen Bühnen Münster mit unterstützt wird. Und da gab es einen wunderbaren Schauspieler und Regisseur, Hannes Demming. Ja, den gibt es immer noch, ich weiß das. Der wird am 25. Mai übrigens 80, für die, die sich aufschreiben wollen. Und der hat damals in einer Rolle brilliert, in einem wunderbaren Stück von Heinrich von Kleist mit dem uns allen bekannten Titel The Broken Cross. Und das war schon eindrucksvoll und vor allen Dingen war eindrucksvoll, dass viele Menschen in diese Aufführung kommen, dass das Renner sind und dass sozusagen auch die Klassiker auf Niederdeutsch nochmal eine Verbreitung finden, die eben dann doch was mit dieser Art der Sprache zu tun hat. Ich sage Ihnen offen, ich habe natürlich Sympathien für Anträge, die sich mit dem Thema befassen, aber ich glaube, der Beirat hilft überhaupt nicht weiter, sondern die Pflege solcher Kulturangebote, die stärkere Unterstützung solcher Kulturangebote würde uns viel, viel mehr helfen und den Menschen, die sich engagieren, indem sie Theater spielen, Lesungen, Veranstaltungen dichten, miteinander so sprechen und das pflegen in entsprechenden Mundartkreisen und so weiter, die sind, glaube ich, unserer Unterstützung, allemal für unsere Unterstützung dankbarer, als wenn wir uns jetzt in einem Beirat nochmal darüber unterhalten. Das ist für meine Begriffe nicht der entscheidende Punkt. Kollege Bialas hat es schon gesagt, insofern brauche ich das nicht alles wiederholen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist super gut aufgestellt und engagiert bei dem Thema, um das so zu sagen. Er fördert institutionell das mit Sitz in Bremen ansässige Institut für die niederdeutsche Sprache und von der Koordinierungsstelle in der Staatskanzlei war schon die Rede, die dann so einmal im Jahr entsprechend das Thema und die Leute versammelt. Und damit, glaube ich, kommen wir im Wesentlichen diesen Forderungen, die ja Teil Ihres Antrags auch sind, aus meiner Sicht jedenfalls gut nach. Das Hamburger Parlament, das habe ich mit Interesse nachgelesen, in der Vorbereitung auf den Tagesordnungspunkt, berät sogar ausdrücklich auf Plattdeutsch, allerdings nur dann, wenn der Antrag auf Plattdeutsch geschrieben wurde. Den Eindruck, den ich jetzt von hier mitnehme, ist ja, dass wir das alle nicht vorhaben, auch Sie nicht, Herr Rehbaum und Ihre Fraktion. Insofern haben Sie Verständnis dafür, wenn mindestens auch unsere Fraktion zu Ihrem Antrag freundlich Nee sägen wird. Und um es mit meinem kleinen niederrheinischen Idiom noch mal etwas schmerzhafter für Sie auszudrücken, Brucknet. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Kalmes. Seien Sie doch so nett, bleiben Sie noch. Herr Kollege Kalmes. Herr Kollege Rehbaum hat zwar jetzt keine Kurzintervention angemeldet, aber würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Und ich bin mir sehr sicher, die werden Sie beantworten. Mhm. Mal gucken. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Also die Koordinierungsrunde in der Staatskanzlei ist mir bekannt. Unser Antrag geht insofern darüber hinaus, dass es auch eine Verknüpfung zum Parlament gibt. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass man eine Verknüpfung dieser Koordinationsrunde mit dem Parlament herstellt? Ich kann mir vieles vorstellen, auch dass wir uns natürlich über so eine Verknüpfung mal unterhalten oder dass wir uns mal ins Benehmen miteinander setzen und möglicherweise das Thema im Kulturausschuss mal aufrufen, die entsprechenden Aktivitäten miteinander diskutieren und uns gemeinsam überlegen, wie wir die Förderung dieser Bühnen und dieser Einrichtungen und so weiter ein Stück weit damit in den Blick nehmen. Das kann ich mir vorstellen, immer nach Maßgabe des Haushalts natürlich, nicht nervös werden da im Kulturministerium. Aber es ist sozusagen, ja, es ist ja verständlich, dass man da schnell nervös würde. Aber ich kann mir das vorstellen, aber ich würde es nicht noch mal institutionalisieren. Ich glaube, dass da hilft angesichts dessen, was ich eben beschrieben und gesagt habe, nicht weiter. Insofern bitte ich da um Verständnis, bleibt aber beim Nein zu unserem zu Ihrem Antrag. Ja? Dankeschön. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Schmitz das Wort.